Hallo, ich bin der Manuel Schad von SOS Sports. Heute der Teil 7 der Balkantour. Die Helden in Motorradhosen sind immer noch unterwegs. Der Urlaub neigt sich dem Ende und sie müssen langsam überlegen, wie sie wieder nach Hause kommen. Ja, jetzt noch aktuell Richtung Albanien unterwegs. Heute Abend geht die Fähre. Es ist nicht so wirklich klar, wie das dann mit der Uhrzeit aussieht, ab wann die Fähre geht, wie man sich vorbereiten muss, was man dabei braucht. Aber wie es im Video weitergeht, das seht ihr gleich. Seid gespannt. Oh, Alter. Und die Wurzel. Oh, das ist zu früh. Ja. Nochmal später. Das geht auch so nicht. So, nein, jetzt hier. Wochen, ist der jetzt schon fertig? Du bist fertig. Was steht heute? Oh, ja, der ist fertig. Geil. Also, heute haben wir hier im Restaurant Columbia gepennt. So, wir werfen uns jetzt hier erstmal miesen Kaffee rein. Und dann wird heute mal auf die Fähre geballert. Heute Abend ist Schiff. Heute Abend ist Schiff. Und dann geht's direkt schon wieder in. Europäische Gefilde. Ja, wir fahren jetzt nachher schon wieder nach Europa. Ich glaube, soweit sind wir von der Grenze auch gar nichts mehr weg. Das ist ja richtig langweilig, Alter. Wie viel? Boah, der ist ja überhaupt nicht fest. Wie viel? 300? Ja, Kilometer. Also wir fahren heute mal 300 Kilometer. Und dann geht's schon wieder nach Griechenland. Dann haben wir schon wieder Handyempfang. Und dann können wir schon wieder auf die Fähre fahren. Ah, jetzt nach Italien. In dem Sinne. Ja, wir müssen unseren Scheiß hier dann noch so packen. Ich hoffe. Das ist umständlich. Ich hoffe, die Mopeds stehen noch da. Alter, das wär's halt. Das wär geil, wenn ihr da wärt, ne? Ja, Mann. Das werden wir sehen. In dem Sinne. Bis Densen. Und tschö mit F, ne? So, da hacken wir jetzt durch den Verkehr in Albanien, wo es mich fast zerlegt hat. Da hat's einen Jan fast zerlegt, genau. Aber ich glaube, war das an dem Tag? Das war an dem anderen Tag. Nee, das war an dem Tag. Das war an dem Tag. Da bin ich komplett quer. Gerade so zwischen einem LKW und einem Gegenverkehr so lange gestört. Ich habe nur deinen Reifen quietschen gehört. Kleines Update hier. Wir sitzen an getrennten Tischen, weil die Pizzen sind zu groß. Nichts gearbeitet, nichts geschafft, aber richtig viel gegessen. Also noch nicht. Da waren tausende Harleys, die sind alle nach Griechenland, glaube ich, gefahren wegen diesem. Ja. Da waren Harley-Days, ja? Stimmt, halt echt, da waren Harley-Days, ja, stimmt. Das Allergeilste war, das sieht man, ich glaube, wir haben es nicht gefilmt. Aber das war so eine richtige Crew, ja, das waren die übelsten Gangsters. Und einer ist immer vorausgefahren, das war so eine Schnellstraße, da waren teilweise dann so große Kreuzungen oder Kreisverkehre. Ist hingefahren, ja. Hat sich quer hingestellt, die Straße quasi gesperrt und alle anderen sind durchgefahren, dass sie am Stück bleiben. So richtig gangstermäßig. Ja, die haben uns einfach eingemogelt und sind mitgefahren. Und hat keiner bemerkt. waren kurz auch Harley-Fahrer. Ob man so eine Harley braucht, das ist jetzt wirklich fraglich, ne? Aber als Begleitschutz ist so ein Rockerclub doch echt gut geeignet, wenn man sich dazwischen einmischt. Macht er ganz gut, sieht lustig aus. Harley-Piloten als Sicherheitstrupp sind immer gut. Da sieht man den Fahrstil, sorry. Da sind wir auch von der Polizei abgehauen nochmal, ne? Weißt du noch? Da haben die geblitzt unten. Ah ja, stimmt, das war direkt danach. Da sind wir gleich links hoch, glaube ich, ne? Da links standen irgendwo in der Parkbucht. Und dann sind wir links abgebogen. Weil ich habe es noch im Rückspiegel gesehen. Der Typ stand der stand neben dem Auto, Autotür offen und hat auf dem Dach die Pistole gehabt.
Und hat gelasert, glaube ich. Und genau, da habe ich das Zeichen gemacht und sehe noch im Rückspiegel, dass er eingestiegen ist und hat die Tür zugemacht und hat sich hektisch bewegt und dann habe ich ein bisschen Angst gehabt. Und dann sind wir abgehauen. Aber also es hat wirklich einfach gut, wir haben da ja jetzt schon gebremst, aber es hat wirklich gut funktioniert und ich glaube, war das das erste Mal, wo wir weggefahren sind? Nein, das war zu dem Zeitpunkt das dritte Mal. Stimmt. Dann sind wir hoch, ab in die Berge, aber der hat auch keine Chance, bis der im Auto war. Wir sind ja da, klar, wir haben kurz angehalten, aber wir haben direkt wieder auf 130, 140 hochbeschleunigt. Ja, viel schneller, und mit dem Auto sind die ja gar nicht nachgekommen. Wir haben ja auch gesehen dann, die sind unten weitergefahren. Ja. Bei mir hat es damals in Spanien mit dem Abhauen nicht geklappt. Ich hatte auf der rechten Seite überholt. Mehrfach und bin dann von der Polizei direkt auf der Autobahn zum Stoppen gezwungen worden und bin mit der Polizei zusammen zur Bank gefahren. Die Motorräder der Bank standen, habe an der Bank das Geld abgehoben und habe erst dann wieder mein Motorrad zurückbekommen. Also im Ausland kann es wirklich böse ausgehen. Die sind losgefahren auch, ich habe gesehen, die sind direkt. Hier. Was auf Kamera. Mein Problem war nur, wir haben uns ja dann weiter hinten verloren, weil meine Zündspulen da kaputt waren. Aber weil die Zündspule kaputt war, war ich 100 Meter von diesem Polizeiauto weg. Und ich dachte mir, fuck, die haben safe gecheckt, dass das ich bin. Weil das Motorrad jetzt nicht so da waren auch nicht viele Mopedfahrer unterwegs, ne? Also da hatte ich ein bisschen Herzrasen, das kann man sagen. Ja, ich hab mir auch gedacht, der Johannes, den kann ich zunächst im Knast besuchen, aber irgendwie hast du es geschafft. Ja, ich glaube, wenn du in Albanien von der Polizei angehalten wirst, ist das schon nicht so cool. Kleines Update, wir sind jetzt hier noch in Albanien, in den schönen Bergen. Johannes tankt kurz nochmal voll. Wir sind jetzt noch 31 Kilometer bis nach Griechenland, also bis zum Hafen, wo die Fähre erblickt. Und jetzt wird nochmal ein bisschen geheizt. Und dann haben wir ein bisschen Zeit, um Johannes Moped mal unter die Lupe zu nehmen. Und dann geht's weiter. Hoffen wir mal, dass alles klappt. Die Heizung kann ich jetzt wieder ausmachen. Das war jetzt kurz vor Griechenland. Da waren dann, hat uns dieser Zöllner hat uns dann erzählt, dass Harley Days sind und dass diese ganzen Arschlöcher jetzt hierher kommen. Er hat sie richtig aufgeregt. Ja, diese scheiß Mopeds. Das sind alles scheiß Mopeds. Aber unsere Mopeds waren da geil. Sind cool. Er kam raus, hat die angeschaut. Der Grenzübergang, der ging ja richtig flott, das haben wir jetzt in unserem Kosovo-Urlaub so nicht erlebt. Wir hatten da mehr Probleme. Wir mussten von Albanien nach Montenegro die ganzen Scheine vorzeigen und ich hatte die halt nicht live dabei, weil das gerade geplant war, dass wir nochmal ausreisen aus dem Kosovo und da war eine Stunde einfach kaputt. Also man muss schon sagen, eigentlich die Leute bei den Grenzen und am Zoll und so, die waren eigentlich alle echt gechillt, ne? Ja. Da habe ich auch gedacht, dass das ein viel größeres Problem ist. Ja, vor allem unsere Reifen. Also bei mir hat am Hinterreifen teilweise schon das Gewebe rausgeguckt. Oder bei dir, ich weiß nicht wo. Also es war wirklich einfach... Wie wir nach Montenegro rein sind, hatte ich kein Licht vorne. Ja, eben Scheinwerfer war raus. Einfach egal. Kennzeichen nicht lesbar, weil dreckig. Also es war wirklich... Ja. Die Moppe sahen ja auch aus wie zwei Haufen Scheiße. Gut, wir sind halt nur im Dreck rumgefahren. Ne? Ja. Aber das hat die gar nicht gejuckt. Also das juckt die überhaupt nicht. Voll egal. Die geben dir Daumen hoch Voll und egal. Freuen sich. Genau, und da sind wir in Griechenland. Das waren
Das waren die letzten Meter dann vor der Fähre, ne? Weil wir gleich in Igoumenitsa dann auf die Fähre sind. Wir wussten es ja gar nicht, wie wir damals losgefahren sind. Haben wir überlegt, wie machen wir es, ne? Fahren wir runter und wieder hoch oder einmal im Kreis über Italien. Und so haben wir es dann schlussendlich auch gemacht, weil da, als wir die Zeit hatten mit den Reifen, als wir da ewig lang gewartet haben, da haben wir, glaube ich, schon die Fähre gebucht. Ja, ne? Ja, wir haben halt auch viel Zeit verloren, ne? Durch diese Reifenaktion. Das war ein Tag für den Arsch. Dann haben wir eben beim Jan am Anfang haben wir einen Tag auch geschraubt und zusammengerechnet mit dem im Wald oben waren es sogar fast zwei Tage, wo wir nicht wirklich gefahren sind dann. Also es hat sich irgendwie summiert, so diese Stops und Schrauberstops, und wir sind auch immer morgens wirklich spät los, sag ich mal. Und dann haben wir halt einfach gemerkt, scheiße, irgendwie die Zeit reicht nicht, nochmal zurückzufahren. So Ted vor allem. Ja. Wir sind ja da dann auch, ich glaube ab Montenegro sind wir dann hauptsächlich kleine Straßen und nicht mehr Offroad gefahren, weil das halt einfach viel zu viel Zeit in Anspruch genommen hat. Ja. Nicht, weil wir so langsam gefahren sind, sondern weil diese Waldwege halt, also das war ja nicht direkt der Weg. Der Ted, der hat ja übelst die Umwege auch immer gemacht und Kurven und also das war halt zum Vorankommen ist das gar nichts. So, kleines Update. Wir haben vercheckt, dass hier eine andere Uhrzeit ist. Wir sind jetzt early, ich glaube, wir sind die letzten drei Motorräder, die jetzt einchecken. Auf dem Weg zur Fähre. Johannes hat noch ein bisschen so ekelhaft, weil die Zündung nicht funktioniert. Was ist hier los? Jetzt geht's wieder. Wow. Jetzt geht's wieder zurück nach Italien. Wieder aufs Schiff. Saugeil. Die Pässe haben die Tickets haben wir gerade bekommen. Hat er gemeint, wir sind jetzt die letzten drei, weil er und er auf dem iPhone die falsche Zeit haben. Weil Zeitumstellung könnte man auch mit berücksichtigen. Deswegen habe ich mal angemerkt, dass wir vielleicht jetzt mal langsam aufs Schiff gehen. Und jetzt stehen wir hier am Port. Und gleich geht's aufs Schiff. Über Nacht fahren wir nach Italien. Und dann geht's wieder back home. Meine Zündspulen machen so ein bisschen. Machen den Boss nischen. Deine Abgase stinken so ekelhaft, Alter, den Sprit kannst du wieder benutzen nochmal. Ach so. Die Abgase kannst du nochmal durchlassen, die würde immer noch gut funktionieren. Ja, die ist jetzt fetter. Wahrscheinlich ist jetzt zu fett. Ja. Aber die bleibt an. Ist sie an? Ja. Okay. Jetzt so. Egal, bis aufs Schiff reicht noch. Bis heim wird es wahrscheinlich auch noch funktionieren. Also der Kollege hat eine Waffe und zwei Magazine, ne? Sollte für drei reichen. Das sind die Profis. Das sind die Profis. Ich glaube, der macht Top-Profis. Ach so. Das war dann jetzt schon der Fährhafen, gell? Da haben wir festgestellt, dass es Zeitverschiebung gibt in Griechenland und dass wir die Fähre fast verpasst hätten. Genau, da waren wir noch an der Promenade unten gehockt. Da haben wir noch übelst Zeit. Der Jogger sich aufgepisst hat, weil da die Motorräder standen. Ja, stimmt. Und dann habe ich irgendwann gemeint, Jungs, ich würde jetzt mal langsam los. Also ihr wart da tiefenentspannt. Ach, wir haben doch noch Zeit. Und man kann beim Handy irgendwie einstellen, dass das die Zeitverschiebung schon mit einrechnet oder nicht. Dann hatten wir irgendwie zwei verschiedene Uhrzeiten. Und dann habe ich gemeint, wir sollten mal los. Und dann waren wir die Letzten an der Fähre. Und das hat gerade noch so funktioniert, weil die in dem Fährhafen echt auf die Uhr schauen. Und wenn du da zu spät kommst, dann kommst du zu spät. Dann kannst du das nächste Schiff nehmen. Ja, Mann. Aber das hat alles noch funktioniert. Ich weiß auch gar nicht wieso, aber bei meinem iPhone ist es so, damals hatte ich noch ein anderes, ich habe jetzt ja wieder ein neueres, aber es zieht sich zu jedem Handy. Immer bei mir macht, auch wenn ich es eingestellt habe, diese Zeitanpassung, also diese Zeitzone, das ist ja automatisch, sobald ich es sich in Netz einwählt, macht es ja automatisch, aktualisiert die Zeit. Macht es bei mir nicht. Obwohl ich es eingestellt habe. Ja, da ist einfach. Das ist ein Haken, der da nicht gesetzt ist. Irgendwie. Doch, der ist gesetzt. Ich habe es kontrolliert, weil ich bin ja auch viel am Reisen gewesen, geschäftig. Jedes Mal war das gleiche Problem. Und ich habe schon versucht, das Ding, also ich habe Neustart alles gemacht, es bringt nichts. Es muss wahrscheinlich mit meinem iCloud-Backup zusammenhängen, dass das irgendwie da ein Fehler ist. Keine Ahnung. Das ist richtig nervig. Aber das hat mich schon richtig oft verarscht. Das ist ja wie auf dem Flughafen hier. Nice. 7.
8. Dann drehen wir uns vor mit diesen Mopeds. Ah, jawohl, ab zu den Balkan. Vielleicht ein paar Harley-Fahrer unterwegs noch. Gehen wir durch. Dankeschön. Ah, jawohl, ein paar Gessen hier am Start. Das passt doch. Rutsch mal mitten rein. Wir sind noch gar nicht da, die ist noch gar nicht da. Ja, da haben sie alle die Mopeds begutachtet, das war geil. Wir sind da angekommen mit unseren verdreckten Dingern. Ja, und eigentlich auch, also die Situation war auch cool, weil die waren alle schon dort gestanden. Wir waren die letzten, die gekommen sind. Und die ersten, die aufs Schiff gefahren sind. Ja. Was ist hier los? Guten Tag, wir fahren jetzt mal kurz aufs Schiff. Mit dem Schiff, aufs Schiff. Und da hat uns doch auch der Züricher oder was, der Schweizer. Hat uns da die Karte gegeben, gell? Ja, der war echt cooler Typ. Das war eine Situation da. Voll, ja. Die habe ich übrigens noch, die wollte eigentlich der Jan haben, aber wir haben vergessen, die auszutauschen. Ja, die bleibt ja in der Familie. Ja, kann er haben, wenn er mir 50 Euro überweist. So. Da kriegt er ein Foto davon. Ja, genau. So ein richtig schlechtes. Und da in dem Schiff bei der Überfahrt ist doch auf dein Moped die Tenere draufgefallen, oder? War das nicht da? Ja, andersrum. Das Moped ist auf meins draufgefallen. Meine ich ja, genau. Ah, ja. Wir haben die alle auf den Seitenständer gestellt. Und dadurch, dass mein Seitenständer schon hart verbogen war durch das Ankicken, stand die halt übelst schräg. Und Johannes seine liegt sowieso halb, wenn der auf dem Seitenständer steht. Aber die anderen haben die alle auf den Haupt. Ich habe meine extra hinten irgendwie an dieser Reling da festgebunden. Also meine war fix. Ja, aber die anderen meine ich, weißt du, die ganzen Gasfahrer und so und der Tenere-Fahrer auch, die haben die auf den Hauptständer gebockt. Und dadurch war das halt irgendwie nicht so stabil, keine Ahnung. Scheißegal, ich habe ja keine Verkleidung und nichts. Das war diese 901, die Norton war das. Glaube ich. Ah, genau, ja, stimmt. Die Italiener. Norden, ja. Musst du die verzuhlen? Ja, die fällt sonst um. Scheißegal. Ich hab noch zwei Komponenten Alu. Alter, das war eine heftige Nacht auch. Da haben wir, was war das eigentlich? Eine Disco oder so auf dem Schiff, ne? Wo wir da gepennt haben. Ja, so ein. Ja, genau, Tanzfläche. Da haben wir lange überlegt, weil da dieses Schild hang, ne? Das war ja zu. Da haben wir lange überlegt und dann haben wir uns durchgesneakt und das hat funktioniert. Ich weiß noch, da habe ich das Y-Rohr bestellt. Für die KS. Echt, auf der Fähre, ja. Jetzt sind wir auf dem Schiff. Ja, wir sind auf dem Schiff. Wie hast du geschlafen hier? Perfekt. So ein Korb auf dem Teppichboden, der nicht frisch gesaugt war. Du bist jetzt das erste Mal auf einer Fähre, gell? Nee. Aber auf so einer Größe. Mit meinem Moped, ja. Wie fällt dir so? Das ist Wahnsinn. Das ist eine richtige Experience. I love it. Wir haben super geschlafen in unserer Kajüte. Bei etwa 80% Luftfeuchtigkeit und 0,1% Sauerstoff haben wir uns riesig in riesigen Panamas verhaftet. Und jetzt warten wir, bis wir nicht mal wieder weiter können. Ja, auch dieses Video war sehr sehenswert. Wie ihr seht, war die Abreise jetzt auch mit der Fähre abenteuerlich. Sollte ja eigentlich eine Fährfahrt sein. Ich bin echt gespannt, wie der Jan, der Johannes und der Vincent da nach Hause kommen. Und wenn die Motore da wirklich nicht angezurrt waren, dann weiß ich nicht, wie die nachher aussehen, ne? Aber wir sehen es ja im nächsten Teil. Ich bin gespannt auf den Teil 8 der Helden in Motorradhosen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Für jeden Kommentar sind wir dankbar. Liked uns in Instagram, Facebook, TikTok oder wo auch sonst. Macht die Glocke an. Bis bald, euer Manuel Schad von SWD Sports. Ciao.